Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute teste ich Shellac. Und zwar die neue Kollektion von Neonail gemeinsam mit Mrs. Bella. Ich bin super gespannt, denn ich wollte mir sowieso schon so lange pastellfarbene Shellac-Farben kaufen. Und wie der ein oder andere von euch vielleicht weiß, ich benutze ja eigentlich immer CND bzw. CND und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings sind die schon recht teuer. Und ich war wirklich kurz davor, mir halt von CND neue Pastellfarben zu kaufen und habe dann dieses Set gesehen bei Mrs. Bella auf dem Kanal und dachte mir, das musst du bestellen. Außerdem nutze ich für mein Shellac-Set ja eine UV-Lampe und UV-Strahlung beschleunigt ja die Hautalterung und ich habe sowieso so gefühlt, seit ich klein bin, immer Probleme mit etwas trockeneren Händen. Ich habe auch immer so spaßeshalber gesagt, ich habe so Krokodilhände. Okay. Und ich möchte das natürlich nicht beschleunigen, indem ich mir da ständig alle paar Wochen UV-Strahlung raufklatsche. Und deshalb habe ich mir auch noch von Neonail diese LED-Lampe dazu bestellt. Heute testen wir mal gemeinsam aus, wie die neuen Lacke von Neonail sind, wie das mit der LED-Lampe funktioniert. Und natürlich auch, ob diese Mrs. Bella Lacke auch kompatibel sind mit dem Unter- und Überlack von CND. Denn die habe ich mir natürlich nicht neu gekauft. Ich würde sagen, wir starten. Okay, stopp. Bevor wir starten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dieses Video euch gefällt und ihr Bock auf mehr habt, dann lasst doch einfach sehr gerne ein Abo da. Das würde mich echt richtig freuen. Und jetzt legen wir aber los. So sieht die Palette aus von Namen. Ich finde, das sieht so schon richtig schön aus. Guck mal, wie hübsch Bella aussieht. Oh mein Gott, ich sterbe. Wir unboxen die jetzt zusammen. Tada! So, und das hier sind die Farben. Wir haben einen Fliederton, ein Babyblau, ein Mintgrün, einen Lachston und ein Pastellgelb. Und das sind die CND-Lacke, die ich vorher schon hatte und die ich auch jetzt benutzen möchte in Kombi. Einmal der Basecoat und einmal dieser Express-Überlack. Der Nagel muss natürlich erstmal entfettet werden. Dafür nehme ich jetzt einmal das Scrub Fresh und einmal Alkohol. Wenn ihr meine vollständige Shellac-Nagelroutine noch nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch einmal oben. Hier soll es jetzt aber erstmal nur um die Farben, die UV-Lampe und die Verträglichkeit von CND und Neonail gehen. Also entfette ich erstmal meine Nägel. Nägel sind entfettet, dann kann jetzt die Schicht Basecoat drauf. Unter der UV-Lampe lasse ich das meistens so 10 bis 30 Sekunden. Ich bin mir total unsicher, was ich jetzt machen soll. Also ich werde jetzt einfach mal gleich eine Minute drunter lassen. Ich zeige euch nochmal diese Lampe. Also man kann hier sogar einstellen 30 oder 60 Sekunden. Und die sollte auch ganz von selber angehen, wenn ich die Nägel drunter halte. Das werden wir gleich mal testen. Dann warten wir jetzt mal 60 Sekunden. Ich starte mal mit diesem Gelb. Ich möchte euch jetzt auch wirklich alle Farben zeigen. Und deswegen machen wir auf jeden Nagel eine andere Farbe. Der Ringfinger wird auf jeden Fall mintgrün. Also ich kann schon mal sagen, dass die Konsistenz anders ist als bei CND. Also weniger flüssig und irgendwie cremiger. Den Mittelfinger machen wir lachsfarben. Guckt euch mal bitte diese Farben an, die sind so schön. Den Zeigefinger mache ich jetzt in Flieder. Und der Daumen wird babyblau. Und hier nehme ich jetzt mal 1,5 Minuten für die erste Farbschicht unter der Lampe. Erste Schicht war unter der Lampe und jetzt wiederholen wir das genauso nochmal mit der zweiten Schicht. Bisher ist alles gut gelaufen. Also ich hatte das auch schon mal, dass der Shellac Blasen geschlagen hat. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Marken und trotzdem ist alles in Ordnung. Bin schon ganz begeistert. Jetzt kommt noch der Überlack obendrauf. Und der Topcoat ist halt wieder von CND. So, nochmal 1,5 Minuten unter die Lampe. Okay, jetzt entfernen wir nur noch die Schwitzschicht mit ein bisschen Alkohol. Ich finde die Farben großartig. Die sehen richtig geil aus. Okay, Leute, ich bin durch und ich liebe das Ergebnis. Schaut mal. Sieht das nicht mega, mega, mega hübsch aus? Ich bin richtig, richtig zufrieden. Ich kann definitiv sagen, dass die Lacke total
easy sind in der Anwendung, die sind schön cremig, die lassen sich gut auftragen. Die Fläschchen und die Pinsel sind vor allem auch sehr, sehr klein, sodass man auch sehr fein auftragen kann. Das ist bei den CND-Lacken ein bisschen anders, die sind ein bisschen größer, da ist ein bisschen mehr Übung erforderlich. Und auch über die LED-Lampe kann ich jetzt wirklich nur Gutes sagen. So welche gibt es auf jeden Fall auch auf Amazon. Ich suche euch mal welche raus und packe auch alles, was ich finde, auf jeden Fall in die Infobox. Aber die Lampe, muss ich sagen, ist definitiv cool, weil sie von selbst angeht, sobald man die Hand da drunter hält. Das hatte meine alte nicht. Meine alte war auch super groß und sperrig. Und jetzt haben wir natürlich auch noch das LED-Licht, was besser ist für die Haut. Vor allem hatte ich ja auch überhaupt keinen Plan, ob LED jetzt kürzer, länger muss oder UV länger muss. Und ich habe es jetzt einfach einen Tick länger gemacht und dachte, sicher ist sicher. Jetzt ist halt noch die große Frage, vertragen sich denn CND und Neonail-Lacke miteinander? Ich muss sagen, beim Auftrag auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat funktioniert. Da ist jetzt nichts irgendwie abgesplittert, keine Bläschenbildung. Sieht sehr schön gleichmäßig aus. Also im Auftrag funktionieren sie super. Ob es an der Haltbarkeit etwas ändert, das werden wir in den nächsten Tagen einmal sehen. Folgt mir also sehr gerne mal auf Instagram. Ich werde das Ganze ein bisschen festhalten und euch da berichten, ob denn die beiden Lacke zusammen funktionieren und grundsätzlich, wie sich auch die Neonail-Lacke halten. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat und dass ihr jetzt gesehen habt, wie die Farben aussehen, wie man sie anwendet und euch das bei der Entscheidung, ob ihr die Neonail-Lacke von Bella mal ausprobieren wollt, etwas hilft. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon mal daran gedacht, die auszuprobieren. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann!